So, willkommen zurück zu Green Project. In der letzten Folge hatten wir, glaube ich, ein bisschen Mais angebaut. Es regnet wie blöd. Und ich habe mir überlegt, ich könnte noch ein paar mehr Futtersäcke gebrauchen. Und jetzt muss ich nur gucken, wo das war. Beutel. Stoffe, Seile, Messer. Seile, Messer, Messer, Messer. Stoff. Stoff. Habe ich jetzt ein Messer? Metzgerblock? Nein. Da. Stoffe, Seile, Messer. Messer, Stoff, Seil. Zehn, fünf, okay. Herstellen. Ich könnte noch ein paar mehr Stoffe gebrauchen. Stoffe brauche ich noch Seile. So, noch ein paar Beutel. Seile sind alle. Okay. Moment, das Messer können wir auch gleich mal wieder reparieren. So. Messer, Seil, Stoff. Sollte erstmal. Ich bin schon wieder saumüde. Vergiftung auch bei 20, deshalb einen Thymian-Tee. Habe ich nicht weggeschlürft? Nein, essen. So. Gegen den Hunger nochmal ein Eichhörnchen. 0 Uhr 35, dann schlafen wir. So, perfekt. Wir haben noch keinen Hunger, sind noch nicht durstig. Inventar. Aber wir hatten hier noch einen Rest. Essen. Trinken. Schweinefutter. Ich glaube, heute schlachten wir mal wieder ein paar Tiere. Wie sieht's aus beim Hühnern? Hühnerfutter. So ein bisschen was da. Da ist ein totes Huhn bei. Okay, wir schlachten nicht. Gefühlt haben die Hühner viel zu wenig Futter hier drin. Okay, wir kümmern uns um Hühnerfutter. Hühnerfutter war was nochmal? Tierzucht. Gras, Bohnen. Gras und Bohnen.
Wir haben nicht viele Bohnen. Sollten wir Bohnen pflanzen? Wir gehen zum großen Feld. Komm, ein bisschen Mais noch. Gras bekommen wir ja immer ohne Probleme. Und hier auch noch ein bisschen. Gucken wir noch nach dem Schweinefutter. Gras. Gras, Steckrüben, wo sind sie da? Säcke. Machen wir 30 mal Schweinefutter, also das reicht. So, das zurück. Hühnerfutter machen wir auch noch ein bisschen. Oh, mein gutes Essen. So. Mais und Stroh. Bisschen Rattenfutter noch. Ich brauche Wasser. Okay, dann trinken wir einen Schluck und wir machen weiter. Nochmal. 25 Säcke Rattenfutter. Und
das nicht reicht, weiß ich auch nicht. Inventar und was? Wir haben Hunger. Essen. Nochmal essen. Wir sind wieder ein wenig müde. Was können wir hier eigentlich gerade zubereiten? Haben wir irgendwas zum Kochen außer ein Hühnchen? Nee. Haben wir hier noch was drin? Tote Eichhörnchen. Nicht optimal. Wir packen nur das Hühnchen hier rein. So. Wo ist mein Hühnerfutter da? Noch ein totes Hühnchen. Okay, Hühnerfutter ist alle. Noch ein totes Hühnchen. Da ist noch eins. Okay. Dann jetzt. Moment, das Schwein. Lauf. Schweinefutter. Überall ein bisschen Futter. So. Leere Säcke mitnehmen. Das war ein voller Sack. Moment. Noch das Rattenfutter. Rattenfutter auch alle. Okay. Dann ab ins Bett, würde ich sagen. Jawohl. Durst, wir haben Hunger. Ach stimmt. Apropos Hunger. Wir wollten was zu essen suchen. Ist das eine schwarz-weiße Ratte? Wie geil. Wir gehen mal ein paar Käfer sammeln. Oder Eichhörnchen oder
irgendetwas. Eichhörnchen. Und noch eine Eidechse. Bleib stehen. So, komm. Was zu essen? Nein. Jetzt trinken einen Schluck. Futter. 16 Ratten? 18 Ratten? Das klingt fantastisch. Noch irgendwelche Tiere. Würmer jetzt vielleicht nicht unbedingt. Da, Käfer. Bleib stehen. Nächster Käfer. Kann ich an einer Kochstelle wieder Käfer und an der anderen. Moment, ist Honig da? Nein. Können wir hier draußen Eichhörnchen machen? Und drinnen machen wir leckere Käfer. Käfer für. Okay, dann. Wie wäre es mit einer Eidechse? Geröstete Ratte. Oder auch so ein Eidechsengericht. Eidechsenspieß, Wasser. So. Welches Futter hat mir als letztes hergestellt? Ich habe noch Steckrüben. Steckrüben waren für die Schweine. Säcke da. Ein paar Steckrüben machen.
heute. So, wir beenden hier mal die Folge wieder. Tschüss, ciao, bye bye.